Lieber Herr Jesus, mein Vorname ist Krasse, Nachname Kohle. Ich bin der Rechtsanwalt und Justiziar sowie Pressesprecher von Weihnachtsgeschäft International. Bitte verraten Sie nicht, dass Weihnachtsbäume nichts mit Weihnachten zu tun haben, dass das Datum Ihrer Geburt falsch ist und Sie eher zur Bescheidenheit neigen. Ohne unsere Weihnachten, wie wir sie so schön vermarkten seit Jahrzehnten, verlieren Tausende von Kindern in Indien, in Bangladesch und in anderen Ländern ihre Jobs. Bitte treten Sie uns Weihnachten doch mit allen Ihren Rechten ab. Für eine Zahlung von 100 Billionen Dollar treten Sie uns Ihre Weihnachtsrechte, lieber Herr Jesus, ab. Sie müssten allerdings eine Vertragsklausel über Ihre Verschwiegenheit unterschreiben. Lieber Herr Jesus, ohne diese Vereinbarung müssen wir laut leider Tausende von Menschen in die Arbeitslosigkeit entlassen.